Heute Halle Neustadt und das unter der Überschrift Demokratie ganz nah. Ich bin unterwegs in Deutschland, gerade auch in Regionen, in Städten und Stadtteilen, in denen Politik, die Bundespolitik nicht ganz so präsent ist. Und ich bin deshalb unterwegs, weil ich den Eindruck habe, dass sich das politische Klima und die politische Sprache sich in den letzten Jahren doch sehr verändert hat und das nicht nur in den sozialen Medien. Sprache ist härter geworden, sie ist unversöhnlicher geworden und wir haben auch weniger Geduld, dem, der anderer Meinung ist, noch richtig zuzuhören. Deshalb sind wir unterwegs mit dem Thema Demokratie ganz nah und versuchen wieder zu erlernen in solchen Gesprächen, dass es gut und sinnvoll ist, Geduld aufzubringen, sich gegenseitig zuzuhören, vielleicht auch in Kauf zu nehmen, dass der andere auch ein bisschen Recht haben könnte, um dann darüber ins Gespräch zu kommen und um die bessere Lösung zu ringen. Ich bin froh, dass mich heute während des ganzen Tages der Ministerpräsident des Landes und der Oberbürgermeister begleiten, die auch hier am Gespräch teilgenommen haben. Es hat sich gezeigt, dass manches, wo der Verdacht oder der Eindruck besteht, dass die Politik nicht genügend schnell oder gar falsch handelt, dass man manches auch beheben kann dadurch, dass man den richtigen Rat gibt, dass es Ansprechpartner gerade auch hier in der Stadt gibt, die vorher nicht bekannt waren. Und manchmal hilft es auch schon, wenn man erklärt, warum Politik, und da ist es egal, ob im Bund oder im Land oder hier in der Stadt, dass man erklärt, warum Politik zu einem bestimmten Ergebnis kommt, so handelt, wie sie handelt und dass nicht alles nur unverstanden im Raume stehen bleibt. Ich will sagen, im Ergebnis, solche Gespräche wie heute sind sie wichtig, nicht nur dann, wenn der Bundespräsident da ist, sondern Gespräche wie diese muss es in den Stadtteilen, in den Gemeinden immer wieder geben, damit jeder die Möglichkeit hat, erstens seinen Ärger loszuwerden und zweitens auch sich zu informieren darüber, wo möglicherweise politische Entscheidungen getroffen werden müssen oder wo sie schon getroffen worden sind, warum sie so getroffen worden sind. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier bin, nicht zum ersten Mal, und ich finde, der Stadtteil, von dem ja häufig in der Öffentlichkeit ein richtiges Zerrbild gezeichnet wird, hat sich in den letzten Jahren entwickelt, auch dank der Arbeit vieler, die ehrenamtlich hier große Verantwortung auf sich nehmen, viel Zeit hineinstecken, um das Leben in diesem Stadtteil hier in Halle Neustadt angenehm zu machen. Vielen Dank. Gibt es Fragen?